Haben die denn dann auch andere Schaltzustände, also dass sie andere Sachen bewirken? Weil mir war auch so, als ob es da irgendwie so Redstone-Blöcke auch irgendwie so spezielle gibt irgendwie. Ja, also es... Wo man also in einem Block sozusagen dann eine ganze Schaltung unterbringt. Ja. Oder ist das bei den Mods dann nicht der Fall? Doch, das gibt es. Und zwar kannst du zum Beispiel ein Assembly-Table bauen. Und der ist in Kombination mit einem Laser immer zu bauen. Und der baut Chips. Und dann, ja, nicht schlecht. Also das ist dann in dem Falle Computercraft. Ah, Computercraft. Aber es gab doch da auch irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit drin ist, so ein erweitertes Redstone. Da hattest du dann zum Beispiel jetzt anstatt komplizierten T-Flip-Flop zu bauen, hast du einen Block und dem kannst du sagen, du bist jetzt ein T-Flip-Flop. Irgendwas hatte ich da gesehen. Ja, das gibt es auch. Das gibt es unter anderem, aber glaube ich, nur weil Feed the Beast ist ja nicht gleich Feed the Beast. The Beast hat ja noch Unterkategorien. Das ist dann halt Modpack entsprechend. Also so zum Beispiel bei Ultimate hast du solche Blöcke dabei. Das ist ja aber nicht das, was Grantel und ich zum Beispiel spielen. Das ist Direwolf 20, was wir spielen. Und da musst du dann halt mit diesen Chips arbeiten. Ah, siehst du, dann, ja, aber das ist schon, ja, da muss man sich, glaube ich, erstmal eine gewisse Zeit lang reinfuchsen, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, gerade bei Direwolf 20, also Feed the Beast generell, du musst jemanden haben, der dich da erstmal an die Hand nimmt. Weil du kannst nicht einfach sagen, so, ich spiele jetzt Feed the Beast und, keine Ahnung, sagst du dir denn, ja, ich gucke ja bei Trivolo, gucke ich ja immer gerne die Let's Plays und da weiß ich ja schon, wie das dann alles funktioniert. Ja, nee, so einfach ist das leider nicht. Ich meine, der Grantel und ich versuchen, so viel wie möglich auch Tutorial zu erklären. Aber du kannst einfach nicht alles erklären. Und wenn das dann nachher losgeht mit so einem Query, der zum Beispiel deine ganze Arbeit übernimmt, was das Minen angeht, und dir da ein Loch reinfräst von 64x64 bis runter an den Bedrock, ja, dann stehst du nämlich erstmal da und sagst dir dann, alles klar, ich baue mir jetzt so ein Query und los geht's. Mhm. Du hattest ja erzählt, mit den Rezepten, das wesentlich einfacher ist als zum Beispiel im Original Minecraft. Ja, weil man dann nachschauen kann. Das ist ein Mod, den gibt es auch für das Standard Minecraft. Das ersetzt, wie heißt das, was du immer nimmst? Ich vergesse das immer hier, TMI, Too Many Items. Too Many Items, genau. Das ersetzt das komplett und das heißt Not Enough Items. Und bei Not Enough Items, da sieht es dann halt so aus, dass du einmal, wenn du jetzt so für dich spielst, einen Cheat Mode hast und du hast einmal einen Receipt Mode. Und im Receipt Mode, da kannst du dir alle Rezepte ansehen. Ja, also das vereinfacht dann natürlich schon mal vieles, ne, so, weil letztens, das hatte ich dir ja so noch im TS erzählt, mir fiel einfach das Rezept nicht mehr ein, wie man so einen Tageslichtsensor baut, weil den baut man ja jetzt nicht ununterbrochen. Ja, das war bei mir genauso. Urplötzlich mitten im Let's Play musste ich eine Aufnahmepause machen, weil ich eine absolute Sperre im Kopf hatte und es nicht auf die Kette gekriegt habe, wie man Pisten baut. Sowas ganz Einfaches, ganz Banales. Ja. Ja, aber wenn du lange keinen gebaut hast, dann ist das aber auch nichts Ungewöhnliches, ne? Also, das ist ja nichts, was man jetzt für sein ganzes Leben lernt. Das ist die Rezepte hat man so lange, wie man spielt, drauf und wenn man nicht mehr spielt, dann vergisst man die auch ganz schnell wieder. Ja. Oder wenn man es halt nicht braucht, ne? Lange nicht braucht. Ja, richtig. Das war bei mir der Faktum. Ich habe es lange nicht mehr gebraucht und ja, dann war es mit einmal weg. Naja, aber ich sag immer, solange man noch weiß, wie eine Torch funktioniert, also eine Leuchte hier. Ja, eine Fackel sollte jeder hinkriegen können. Ja, das auf jeden Fall. Das ist also, wenn du die schon nicht mehr hinkriegst, dann vielleicht doch lieber aufhören zu spielen und dich erstmal darum zu kümmern, dass man dann vielleicht selbstständig atmet oder irgendwie sowas. Ja, ich fand das damals so genial, als Minecraft vorgestellt wurde von GameStar war das. Da hatte dieser Kommentator, das Video gibt es auch noch bei YouTube, da hatte er wortwörtlich gesagt, gibt die Rezepte, da kommt man immer von alleine drauf, weil alle Rezepte eine logische Anordnung haben. Ja. Also gut, eine Spitzhacke, okay. Schwert mag auch noch gehen. Ja gut, da gab es aber auch noch nicht ganz so viele Rezepte, ne? Also das mit dem Repeater zum Beispiel, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt hundertprozentig logisch.
Ja, also auf gar keinen Fall. Oder dieser Kompurator. Ich wüsste nicht mal, ob es einen Kompurator im Real Life gibt und wenn ja, was er macht. Also diese Funktion, außer dass du damit ein Signal aus dem Trichter rauskriegst, ist mir auch noch vollkommen verschlossen geblieben. Also ich wüsste nicht, wie ich den anders einsetzen könnte. Ich auch nicht. Na, also wenn jemand mal irgendwie was Gutes hat und sich jetzt gerade berufen fühlt, uns zu flamen oder so, dann flamet uns in den Kommentaren, wofür man einen Kompurator noch benötigen kann. Lasst uns nicht dumm sterben, lasst uns daran teilhaben. Für welche Redstone-Schaltung kann man dieses Drecksding einfach benutzen? Genau, außer halt Energie aus einem Hopper zu ziehen. Weil das haben wir ja beide schon gemacht. Ja, das ist ja nicht so die Kunst, das funktioniert ja auch. Also dafür ist er ja auch wie geschaffen. Aber der hat ja auch noch irgendwie verschiedene Abgänge mit verschiedenen starken Signalen. Und da ist es mir dann, wie gesagt, auch nicht so ganz klar, für das gut sein soll. Aber ich habe ja auch ein Problem mit diesen gewichtsabhängigen Druckplatten. Keine Ahnung, wofür die sein sollen. Also die Dinger wären hervorragend, denke ich mal, für Adventure-Maps. Ja gut, okay, da kann ich sie mir vorstellen. Oder vielleicht für so eine Art Item-Tausch-Shop irgendwie oder sowas, wo man eine bestimmte Anzahl draufwerfen muss. Aber diese Dinger haben dann wieder einen gewaltigen Nachteil, sie unterscheiden ja die Items nicht. Nee, und da mit diesen Shop-Dingern, da gibt es ja extra einen Mod. Das ist ja eine Kiste, die du dann aufmachst, legst dann 64 Cobblestones rein und bekommst dann, keine Ahnung, ein Wolle oder ein Gold oder so. Oder halt ein Minecraft-Dollar. Es gibt ja auch tatsächlich Mods, wo du mit einer Ingame-Währung bezahlen kannst. Wo du dir tatsächlich eine Ingame-Währung erstellen kannst. Finde ich gar nicht so schlecht. Nee, das ist irgendwie so eine Art Credits oder wie es ja immer ganz gerne genannt wird. Ne? Das hat schon Vorteile. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat absolute Vorteile. Solange wir dann nicht in unseren Let's Play-Welten dann auf einmal China-Farmer haben. Ja, das hätte also wenn das kommt, ne? Nee. Nee. Aber das ist auch so ein Ausdruck, ne? China-Farmer, ich meine, damit geht man auch mal schnell um. Das sind eigentlich ganz schön arme Schweine, weißt du das eigentlich? Ja, also die Arbeitsbedingungen da, ich weiß nicht, 12 Stunden durchzuzocken und wirklich nur, um da an die Ingame-Währung zu kommen, damit die weiterverkauft werden können. Also mein Job wäre es nicht. Also ich habe da mal bei Frontal oder sowas, habe ich mal einen Bericht über die Jungs gesehen, die haben WoW-Gold da gefarmt. Also da habe ich auch gesagt, was soll das denn? Und vor allem, der hatte denn ein Tageskontingent, was er erfüllen sollte von, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal einfach eine Zahl, 30.000 Gold. Und dann hatte er so gefragt, so vor der Kamera war das dann auch alles, ja, und wenn ich denn halt mein Kontingent von 30.000 erfüllt habe, ja, nee, du arbeitest 12 Stunden. Ja, also ja, dann ist egal, dann muss er halt die nächsten 30.000 anfangen. So sieht das aus. Ja, das ist dann wahrscheinlich, vielleicht arbeitet er ja für Urlaub schon mal vor oder so. Ne, aber was ich mir immer, wie gesagt, bei in dem Zusammenhang schlecht vorstellen kann, so warum kauft man sich eine Ingame-Währung? Also ich spiele doch das Spiel, um da so langsam meine Erfolge zu haben. Ja, eben. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Die habe ich doch nicht, wenn ich mir dann irgendwie da alles kaufe. Ja, da kann ich eine sehr geniale Anekdote erzählen von der Herr der Ringe Online. Da war es doch verdammt schwer damals, so wie auch... Ne? Man muss es ja auch mal erwähnen, dass du ja auch mal World of Warcraft vor Jahren gespielt hast. Ja, ja, sogar recht exzessiv. Ja. Und bei WoW war ja zu deiner Zeit, du hast ja zu Classic gespielt, richtig? Ja, noch zu Classic und dann mit Burning Crusade habe ich auch noch gespielt, aber keinen eigenen Account mehr. Oh, war der Creeper zu Besuch? Ja, der hat mir geholfen. Danke. Ja, ich habe es nur gehört. Ja, ich auch. Ich hab's auch nur gehört und wurde hier mal so 30 cm geschubst und hab gedacht, hä? Ah, ja gut, okay, dann das erklärt dann auch dieses laute Bumm. Ja. Wie gesagt, also Burning Crusade habe ich auch noch mitgemacht bis Level 70 und alles danach ist mir leider noch verschlossen geblieben. Ja, und ich weiß halt, zu Classic hattet ihr da auch arge Probleme, euer Gold zusammen zu farmen. Und so ist es seinerzeit halt ja auch bei der Herr der Ringe Online gewesen. Also wenn du ein Gold hattest, dann warst du eigentlich schon unter den top-reichsten Spielern des Servers. Mit einem Gold. Allerdings der Unterschied zu World of Warcraft, du hattest zwei Dezimalstellen. Also du hattest Gold, Silber, Kupfer.
99 Kupfer, ein Silber, 99 Silber, ein Gold. 999. Ist doch aber bei WoW genau dasselbe, oder? Ja, richtig. Ich habe auch gerade den Gedankenfehler daran entdeckt. Bei WoW sind 99 Silber, beziehungsweise 100 Silber sind ein Gold. Und bei der Herr der Ringe waren 999 Silber. Ah ja, gut, okay, also eine Null mehr. Ja, genau. Das war der Knackpunkt halt. Und jedenfalls, wir waren in einem Raid, oder wir waren Raid fertig, und der eine sagte im Teamspeak, ja, warte mal, ich muss noch schnell was aus dem Auktionshaus kaufen, ich habe da eine neue Waffe. Oh, sagt er, geil, die kaufe ich mir jetzt. Da habe ich gesagt, wo hast du denn das ganze Gold her? Ah, sagt er, ich habe da gerade mal hier, kennst du und hast du nicht gesehen? Sagt er, das ist mir jetzt egal, ich habe da jetzt mal eingekauft und so, und ja, wird schon. Und ich sag, Alter, denk dran, ne? Das ist verboten und dein Account kann gebannt werden. Ach, da passiert schon nichts. Naja, was soll ich dir sagen? Der Raid fing an. Wir stellten uns beim ersten Boss auf und ich sag dann noch zu dem, so sag ich, denn Pulmer. Ich kann nicht. Warum? Ich habe einen Disconnect. Ich komme auch nicht wieder rein ins Spiel. Da haben sie ihn sofort beim ersten Pull haben sie ihn gebannt. Also das ist ja. Das war so bitter. Das ist ja richtig, ja, das ist richtig übel gelaufen. Richtig bitter. Tja, und ja, musst du mir dann einen neuen Tank besorgen. Das habe ich dem Spieler auch nie verziehen. Nee, das ist, wenn du gerade beim ersten Boss stehst und ich weiß ja nicht, wie hart das da mit den Instanzen war. Also früher bei WoW, da war es ja richtig übel, ne? Also du bist dann ja, am ersten Abend hast du vielleicht die ersten ein oder zwei Bosse gemacht und dann ging es erst am nächsten Abend weiter. Also ich war eine Zeit lang weil zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Freundin und so weiter, keine Frau oder irgendwie. Ich bin arbeiten gegangen und zocken gegangen. Da habe ich mal wirklich Progress gespielt. Also das ist ja dann auch mal so eine Seite vom Trivolo, was die meisten nicht kennen. Ich habe mal richtig Progress gespielt. Das soll bedeuten, ich habe 6 Tage die Woche geraidet. Das ist schon, ja, das ist amtlich. Na, also wir waren immer unter den ersten 3 Gilden des Servers. Also wir haben uns immer die Server First geholt und so. Das war bei der Herr der Ringe Online halt, auf dem Server Beleger. Das ist in dem Falle ein RP-Server sogar. Ah, ich habe den Creeper gesehen. Und den Enderman. Oh, das ist ein Slime. Der Enderman bei Regen? Ja, der flitzte hier rum, bevor er starb. Er weiß ja wieder nicht, wo er sich hinporten muss. Ja, bei Regen ist eh schlecht. Da ist ganz übel. Aha, jetzt weg. Nein, habe ich ihn gepult? Nein, habe ich nicht. Glück gehabt. Dachte naja, schon, ich hätte den Creeper gepult. Auf jeden Fall diese Gilde Nasil Zorn. Also wenn ich da so heute drüber nachdenke, so echt 6 Tage, 7 Tage die Woche raiden und dann stellenweise 8, 9 Stunden am Tag. Also so am Wochenende oder irgendwas? Nee, lass mal. Sag mal, Trivolo, hast du was dagegen, wenn ich hier mal Kisten baue? Weil nein, überhaupt nicht. Geht hier ein bisschen der Platz aus. Nein, mach ruhig. Hier kommt sowieso dann noch irgendwo, wenn hier jetzt noch ein paar Häuser stehen. Ich habe ja noch halt, wie ich ja meinen Zuschauern schon öfter erzählt habe, noch ein paar Let's Player-Kollegen habe ich ja noch auf der Liste, die hierher kommen. Und wenn sich das denn hier im Dorf so ein bisschen füllt, hat er mich doch. Dann will ich hier nochmal so ein zentrales Lager bauen, was ich denn so halt irgendwie in die Richtung Tante-Emma-Laden aufziehen möchte. Nehmen wir mal ein bisschen Holz raus, ich hab nicht genügend Bretter. Ja, kein Problem. Oh. Ja, pass auf. Ja, ich pass schon auf. Hallo Creeper. Hallo Creeper. Lauf. Hey. Da ist auch noch eine. Ich bin Meister im Kiten, ja. So, zack. Und nochmal. Nein, aber dieses Progress-Gerade, also wer es haben muss, bitteschön. Also ich habe da auch tatsächlich, das musst du mir dir mal vorstellen, Aufnahmekriterium bei manchen Gilden in World of Warcraft ist, dass du arbeitslos bist. Ja, gut, halte ich ein bisschen für bedenklich. Das ist also, ja, weiß ich nicht. Da sollte man den Augenmerk dann vielleicht doch lieber anders legen. Ne? Ja. Spielen schön und gut, aber ich finde, es darf das normale, das RL nicht tangieren. Nee, überhaupt nicht. Also, als ich das gehört habe bei WoW, da habe ich wirklich gesagt so, bitte was? Und dann, das wurde mir nur hintenrum erzählt und ich habe dann da in der Gilde tatsächlich mal nachgefragt, es ist wirklich
Aufnahmekriterium gewesen. Das war die Gilde Easy Play von dem Server Zuluhead. Das Aufnahmekriterium wurde mittlerweile gestrichen, weiß ich. Aber das war eine Zeit lang... Ja, haben bestimmt nicht so gute Kritiken gekriegt, oder? Die haben immer den fast immer den Server First geholt. Naja, aber... In fast jedem Content, also das ist der Wahnsinn gewesen. Das ist so eine alteingesessene Gilde auf dem Server, aber der Server, der ist ja eh tot. Ja, ich habe das nur von vielen, vielen Bekannten gehört, dass also viele Serverwechsel mittlerweile stattfinden, weil irgendwie passt das da wohl alles nicht mehr so. Nö. Du bist gerade abgeschossen. Ach was, sag nicht sowas, aber ja. Ich habe ihn noch nicht gefunden, jetzt habe ich ihn. Ja.